Willkommen zu einem anderen Spiel. In Gloomhaven habe ich jetzt noch die letzten zwei Tutorials vor mir. Ich vermute mal stark, dass man jetzt hier irgendwie zusammenarbeiten muss mit den Charakteren, die man hat. Nö. Sag Felsenherz guten Tag. Dem Einsatz blieb man in Steinbrocken. Ihr seid hier eindeutig in der Unterzahl und werdet ein paar Defensivtaktiken anwenden müssen. Sehen wir uns einmal Vergeltung an und überlegen, wie wir den alten Felsen aus der Klemme helfen können. Okay. Genau, wie Schild ist Vergeltung ein aktiver Bonus, der entweder die ganze Runde andauert oder anhalten ist. Wobei es bei letzterem meistens eine Voraussetzung ist, wenn der Bonus endet. Solange dieser Bonus aktiv ist, erleiden Nahkämpfer nach jedem Angriff Schaden in Höhe der Vergeltung. Umzingelt von so vielen Mann und Skeletten verursacht eine Vergeltung gegen all die Skelette, die einen Angriff durchgeführt haben, enormen Schaden. Jedenfalls, wenn du die Runde überstehst. Oh, eins noch, Erde ist bereits angereichert. Denk also daran, das Verbrauchensymbol auf der Karte anzuklicken, wenn du das Element einsetzen möchtest, um die Fähigkeiten zu verstärken. Vernichtet. Wird es vernichtet. Wird es vernichtet. Kommen nicht mehr genau genug ran. Ist eigentlich Schaden eingesteckt, aber sie werden sich sehen lassen. Platzierte Vergelte kann außerordentlich wirkungsvoll sein. Machen wie es ist, ist der aktive Bonus durch Spinnenschlag noch immer nun aktiv. Das erkennst du an Porträt von Felsens oben auf dem Bildschirm. Anhand der kleinen Marker im Feld für den aktiven Bonus jetzt auf einen Blick, wie oft der Bonus noch nutzen kannst. Den Effekt, die IP, die er bringt, dann wirst du. Ist dir aufgefallen, dass der Schild der Wandelskelette keinen Vergeltungsschaden verhindert hat? Genau wie bei Fallen gilt Vergeltung nicht ausdrücklich als aktiver Bonus, daher akzeptiert ursprünglichen Schaden, also ohne Abzug von Schild. Aha! Da habe ich noch eine Lähmung mit drin.
Okay, nur noch eine übrig. Sollte jetzt ups. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Das scheint doch zu gehen. Habe ich falsch gemacht. Irgendwas funktioniert nicht.
Habe ich's jetzt? Puh, das war langwierig. Gewonnen. Jetzt kann ich noch was herbeibeschwören. Sagt der Gedankendieb in guten Tag dem letzten neuen Mitglied deiner Gilde. Was ihr an körperlicher Stärke fehlt, macht sie mit den Fähigkeiten weg, die Kontrolle über Gegner übernehmen zu können und Verbündete zu beschwören. Beschwörung, Handeln selbsttätig, Feuerwaffen zu rüsten, führen immer eine Bewegung X, Angriff, Y-Aktion aus, wobei X und Y die über den Grundwerte sind. Da die Gedankendieb auf der Jagd nach Dämonen war, bekommst du es mit einem etwas knackigeren Gegner zu dem Nachtdämon. Die Betrauerigen Kreaturen haben die angeborene Fähigkeit, allen Angriffen auf sie einen Nachteil zu verleihen, was sie zu kniffligen Gegnern macht. Kannst du vielleicht ohne direkten Angriff Schaden zufügen? In dieser Runde hast du folgende Ziele. Beschwöre einen Verbündeten, töte einen Nachtdämonen. Ein wichtiger Tipp, Gegner priorisieren deine Beschwörung, wenn ihr gleich bei den Fans seid. Nutze dies zu deinem Vorteil. Deine Fertigkeitskarte schieben bereits verbrannt wurde, gibt es vielleicht noch eine andere Möglichkeit, einen Gegner dazu zu bringen, sich auf Zoll zu bewegen, um direkten Schaden zuzufügen. Ah ja.
nicht abbrechen. Ich versuche mich erstmal unsichtbar zu machen und habe dann hier das da. Toll. Unsichtbar. Nein. Der ist weg. Das war schlecht. Bin ich sogar als erstes dran. Dann kann ich ihn hier hin bewegen. Ja, geschafft. Thank you.
Hervorragend. Jetzt kennst du dich wohl auch mit dummen Unterschirm oder Dämonjäger. Wie auch immer, ich wollte sagen, gut gemacht. Gut, das war das Tutorial. Dann starten wir mal nehmen wir mal alles so. Und gucken uns mal den Start der Kampagne an. Welcome to the harsh lands of Gloomhaven, Recruit. You think you have what it takes to become a mercenary out there on the edge of the world? We are paid to venture into the darkest forests of the region and to step into ancient crypts with the unmistakable stench of death and rotting flesh. Lovely places to earn a name for yourself. Be ready to face cutthroats, undead, fearsome tribes, and dreadful demons from other realms. Here you'll find yourself as a mercenary, without knowing how to crack a few skulls, did you? Ja, das sieht nicht nett aus. Bevor du dich in schreckliche Wildnis rund um Gloomhaven backst, brauchst du mindestens zwei Söldner in einer Truppe, die tapfer oder gier genug sind, im Leben für etwas Gold zu riskieren. Links sieht das Akrum so, hier findest du die Eckdaten der Söldner in einer Gruppe. Klicke auf den ersten Charakterplatz, um das Personalmenü zu öffnen. Im Personalmenü kannst du Söldner erstellen, die untersuchen und sie untersuchen und deinen derzeitigen Gruppe hinzufügen. Es sieht bereits derzeit ähnlich karg aus wie bei der Kupferknabberung, also klicke auf neue Söldner, um deinen ersten Charakter zu erstellen. Als nächstes wählst du eine der Klassen. Jede Klasse hat ihren ganz eigenen Spielstil und besondere Fertigkeiten. Im Verlauf erreichen Charaktere höhere Stufen, verdienen sich neue Fertigkeitskarten oder im schaltest du beide Klassen frei. Klicke auf eins der Porträts, um mehr über die Bewerber zu erfahren und wähle, wer dein erster Söldner sein soll. Der Barbar. Der Tüftler, Schulkin, Felsenherz, Spruchweberin und Gedankendiebin. Jetzt wollen sie auch noch einen Namen haben. Dann nenne ich den Barbar Barry. Barry der Barbar. Persönliche Quest ist für den Söldner der Wahlklub auf ein Abenteuer zu gehen. Achtung, Söldner im Ruhestand stehen nicht mehr als spielbare Charaktere zur Verfügung. Eine persönliche Quest wählen. Barry ist einer Gruppe beigetreten. Zwei Söldner, dann neuer Söldner, eine Spruchweberin, die fand ich recht cool.
Jetzt bist du bereit, das Amboss zu ziehen. Bevor du dich auf deine erste Quest begibst, sollst du deine Söldner ausrüsten. Schließlich könnte es gefährlich werden. Jeder einzelne Söldner mit einem kleinen Goldvorrat. Klicke unten auf den Händler. Denk daran, dass jeder Söldner seinen eigenen Goldvorrat und sein persönliches Inventar hat. Du solltest das auf das Porträt des richtigen Gegenstand kaufst. Barry hat 30 Gold. Okay, Ausrüstung haben wir gekauft. Klume ist gerade für seine rücksichtsvollen Bewohner und guten Samariter bekannt, doch die Straßen der Stadt bieten eine Reaktion. Du kannst an Stadtbegegnungen teilnehmen, indem du unten auf den Marker klickst. Daher gute Belohnung, solltest du diese Gegenwart bei jedem Stadtbesuch wahrnehmen. Wenn dir mal eine Quest zu schwer vorkommt, kannst du statt dem Tempel eigentlich einen Besuch ab. Hier kannst du gesegnet werden, was natürlich deinen Preis hat. Klick unten auf diesen Marker, um den Tempel zu betreten. Und der Schauplatz der ersten Quest befindet sich etwas nördlich von Gloomhaven, ist mit einem Symbol markiert. Das ist das da. Du kannst sie alle im Questjournal verfolgen, was sich auf der rechten Bildschirmhälfte befindet. Klicke auf das schwarze Grab oder den Eintrag im Questjournal, um die Quest zu wählen. Du kannst eine Quest bis zu 4 seltener bestreiten, aber je mehr du mitnimmst, desto gefährlicher wird die Quest. Sobald du die Quest gestartet hast, kannst du die Gruppenmitglieder bis zu deiner Rückkehr nach Gloomhaven nicht austauschen. Das ist das Schwarzgrab. Und hier kann ich noch eine Stadtbegegnung machen. Wir werden mitten in der Nacht von Alarmsignalen im Westen aus dem Schlaf gerissen. Ihr erkennt das Waffen. Das Faktum muss furchtbarer Feind sein. Nun seid ihr froh, dass es in der Stadt von Wahlen doch besteht immer noch die Möglichkeit, dass die Wahlen es nicht schaffen. Raubzug hilft bei der Verteidigung der Stadt. Deine Taten hatten Einfluss auf Gloomhavens Entwicklung. Wenn genug Wohlstandspunkte gesammelt sind, erhöht sich Gloomhavens Wohlstand. Höherer Gloomhaven-Wohlstand schaltet neue Gegenstände beim Händler frei und ermöglicht die Erstellung neuer Charaktere auf oder ohne einen Gloomhaven-Wohlstand. Gut, dann machen wir das nächste Mal die erste Quest.